Mein Name ist Andres Herren, ich bin Porträtfotograf aus Zürich und arbeite seit 2014 vollberuflich als Fotograf. Ich habe 13 Jahre lang als Informatiker gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, das erfüllt mich nicht mehr. Ich brauche irgendetwas, wo ich mehr mit Menschen zu tun habe. Irgendwann habe ich einen Schritt gewagt und habe gedacht, ich setze alles auf eine Karte und lebe meinen Traum. In der Porträtfotografie ist mir sehr wichtig, dass ich den Charakter oder die Seele des Menschen einfangen kann und sein Innere gegen aussen abbilden kann. Ich gehe sehr gerne näher an eine Person, in die Komfortzone hinein. Und ich glaube, ich weiss nicht, von meiner Art her kann ich einfach gut auf Menschen zugehen und sie locker machen. Ich fotografiere immer mit Mittelformat, weil für mich hat das Format einfach einen ganz speziellen Look, den ich sonst bei Kleinbild nicht hinkriege. Für meine Fotografie ist mir wichtig, dass eine Kamera sehr gut in der Hand liegt, dass alle Knöpfe an dem Ort sind, wo sie sein müssen, dass sie keinen Schnickschnack dran hat und dass sie auch nicht zu flashy ist. Ich bin Johannes Diboki und ich bin professioneller Mode-, Porträt- und Werbefotograf. Ganz am Anfang als Fotograf habe ich diverse Musiker fotografieren vom Plattenlabel von meinem Bruder. In einem weiteren Schritt habe ich dann angefangen, auch Models zu fotografieren und habe gemerkt, dass mich dort fast noch mehr anzieht. Der Moment, wo man eigentlich im Flow kommt als Fotograf, ist immer, wenn das Model fertig dort ist, es ist gestylt, es sieht super aus. Und dann, nach den ersten 10 Minuten, kommt man sich in den Flow rein. Das Model bietet einem Posen an, Ausdrücke. Und man merkt, es macht Spass. Es ist die Leidenschaft, warum man Fotograf geworden ist, um genau so diese Bilder dann können kreieren. Mein Anspruch an meine Bilder ist, dass sie perfekt sind. Ich will das Setting, das Styling, das Make-up, das Model, alles muss am Schluss aus einem Guss kommen. Für mich ist eine Mittelformatkamera immer ein Thema, wenn ich sehr anspruchsvolle Kunden habe, die wirklich das beste Bild, das möglich ist, brauchen. Zum Printen, zum Ausschnitt wählen und wirklich keine qualitative Einbußen haben am Schluss.